Versuchen zu starten. Entsprechende Vorbereitungen dafür gibt es schon. Und das wäre wieder die Chance, dass entweder bis zu diesem Tag oder ab diesem Tag auch gemeinsam mit der Wirtschaftskammer, die ja hier einen eigenen Mitarbeiter eingesetzt hat, er steht auf und zeigt sich allen, dass wir alle wissen, er ist also der, der also auch ein bisschen hier die Kluge sein sollte, nicht nur heute, sondern auch sonst, und hier gemeinsame Vorschläge ausarbeitet. Also herzlichen Dank allen von der MA59, dass sie das Bezirksmarkt, eigentlich insgesamt Wiener Marktmuseum hier vorbereitet und jetzt noch ein Stück erweitern, und allen Damen und Herren, die also nicht nur heute hier sind, sondern hoffentlich auch als Kundinnen und Kunden. Ja, Ehrengäste haben wir heute einige hier, unter anderem natürlich den Herrn Keskin, den Herrn Spaten-Obmann-Pellet, die Frau Direktor von mir, meine Chefin, die Frau Magistra Sagmeister und so. Der Punkt ist, und da freue ich mich ganz besonders, ist diese Eröffnung, dieses Museum. Und ich bin jetzt vor ein paar Minuten erst durch das Museum durchgegangen, weil ich bin immer eine, ich habe offen und ehrlich gesagt, ich will es zuerst sehen, dass ich weiß, über was ich nachher rede. Ich rede nicht gerne über Dinge, die ich noch nicht selbst gesehen habe, und ich habe mich hinter den roten Band durchgeschummelt und habe mir das Museum angesehen und habe erfahren, und die haben es aufgeschrieben, weil ich bin auch nicht eine, die sich alles merkt, aber es hat mich fasziniert, dass in den neuen Saal, der heute dazugekommen ist, Bilder drinnen stehen und auch Originale drin hängen und liegen, die bei der Weltausstellung, und man höre und staune, 1873 seinerzeit im Prater schon gezeigt wurden. Also das sind Dinge, die wirklich Geschichte schreiben. Leute im 21. Jahrhundert auf Märkten leben, die alle Vielfalt und alle Angebote, die wir uns nur wünschen können, verwirklichen, sondern auch, dass wir eine Zeit hatten, die nicht die ist, die wir uns vorgestellt und gewünscht haben für die Vorfahren unserer Familien. Ich wünsche jetzt schon dem neuen Museum alles Gute. Kollegen, liebe Freunde, ich darf noch begrüßen von meinem in der Sparte Handel, den Spaten-Obmann Pellet, der ist schon erwähnt worden, aber es ist noch von Lebensmitteleinzelhandel Kommissarrat Ströge hier, und vom Fleisch ist der Herr Obmann, der Herr Fellner auch hier. Also mein Name ist Akan Keskin, ich bin Obmann für die Obst- und Gemüsehändler und für den Lebensmitteleinzelhandel, und wir tun da ein bisschen mitsponsern, die Musik zum Beispiel. Ich habe mich aber nur gewundert, ich sage es euch gleich, ich bin ein Zugewanderter, ein Marktstandler, aber ich kenne die Lieder von Peter Cornelius, Georg Danzer, Fendrich, alle waren anscheinend besser als wie die gestandenen Wiener. Es applaudiert sich gar nicht, das singt es gar nicht mit. Das hat mich ein bisschen gewundert, das muss ich ganz ehrlich sagen.
Aber genauso wie ich jetzt sage, ich bin ein Zugewanderter, sage ich auch, die Frau Gemeinderätin hat gesagt, im Markt ist Durchwachsung mit den Produkten. Es ist aber auch so eine Durchwachsung auch mit den Standlerinnen und Standlern. Es sind auch viele Nationalitäten hier vertreten, so soll es auch sein. Integration findet auch im Markt statt. Das soll auch so sein. Und lieber Herr Bezirksvorsteher, ich darf Sie schon beim Wort nehmen und das können Sie mir glauben, wenn Sie jetzt mit dem Beirat suchen. Ich bin der Erste, der dabei ist und Sie werden sehen, ich bin jetzt gleich bei der nächsten Sitzung dabei. Ich gebe Ihnen dann auch meine Visitenkarten, damit Sie mich einladen können. Und das werden wir auch forcieren. Es geht da nicht nur um das Museum. Museum hat immer so eine Geschichte, dass man sagt, es ist irgendwas einmal eine Geschichte und deswegen brauche ich ein Museum. Aber Markt soll auch eine Zukunft haben. Sehr gut, dass das Museum eröffnet wird, aber wir wollen für den Markt auch für die Zukunft, Herr Engel, viele andere Sachen noch machen. Und Sie haben ja auch den Herrn Machulke erwähnt oder das Marktmanagement. Die nächste Veranstaltung findet am 20.09. um 14 Uhr statt. Und unsere Veranstaltung. Ja, okay. So, passt Ihnen das, Herr Engel? Wie Sie wollen. Sie können das Marschall abschneiden und aufheben. Sie können es einfach so durchschneiden. Wie Sie wollen. Ich lege dann das Marschall auf. Auf 3, 4, 5, 3, 2, 1, Schnitt. Perfekt. Ich habe eins in der Hand. Na, das ist aber schnell. Dann tauschen wir.